Was ist passiert? Ja, damit willkommen auf dem PBE. Mit Jinx, dem neuen Champion. Und ich habe ein bisschen Botgame gespielt hier, nur mit... Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, egal. Mit Jinx halt. Das ist ein Normal-Hit. Das ist der andere Normal-Hit. Hier ist ein W-Spell. 700 Schaden, Alter. Der hat auf Level 8 schon 400 gemacht. So, und ich fighte, glaube ich, mal. Oh, oh. Oh! Ha, ha. Oh, was ist denn los hier, ey? Ich kann keine Unlock-Camera mehr benutzen. Das ist der andere Spieler, weil man zwei Leute braucht. Und ich habe etwas besseres Equipment. You know. Was denn? I'm trying to care, but I just can't. Aber Leon, du bist auch hier, ne? Hallo! Only about 800 damage point blank. Okay. Das mal aus. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, ob mein High Q auch critten kann. Und meine Passive ist übrigens. Ist da die andere Jäger? Nein. Kein Crit, kein Crit, kein Crit. Crit. Es kann critten. Was? Mann, hi. I have Rapid Fire AOE Shock Rocket. That crit. Okay. Du, 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 du. Boom! Ich weiß, es sind nur Bots und. Ja, aber trotzdem stelle ich mir das auch gegen richtige Leute so krass vor. Ey, die ist so heftig. Mit dem richtigen Equipment. Ich weiß noch nicht, ob ich mit meinem ganz zufrieden sein soll, aber das sehe ich dann. Enemy Quadra Kill. Okay, Chase, 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 Chase. Wait for it. Nein! Yes! Oh, oh, ich mache einen Kill nebenbei. Das würde mich jetzt mal interessieren. Die Ulti macht nämlich so mehr Schaden, umso weiter sie fliegt. Almost 1k. Das wird sowas von meinem neuen Main Champ, ne? Ja, geil. Ja, I'm gonna get 6 Bloodthirsters. Seems legit. So, ich kann noch nicht, nein. I'm wearing lots of belts. So, ich überlege jetzt, ob ich mir wirklich zum Schluss Phantom Dancer hole. Dann critte ich ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist fürs Endgame eigentlich eine gute Option. Ich bin mal so nett und töte die anderen Jinx nicht wieder instant.
Oh. Ich hab voll Hunger. Musst du was essen? Ja, ich... Was hältst du davon? Ja, okay. Boom. Dann esse ich jetzt was. Mach das mal. Ey, was ist denn los hier mit meiner Kamera? Ah! Fuck it. Die Dragon bestimmt. Und Ulti lädt sowieso nur eine Minute, also. Oh nein, es ist mein Dragon. Meiner! Ah! Ha! Lol, das ist voll tricky, Alter. Man setzt hier einfach was hin, ey, und dann kommt man nicht mehr raus. Das bindet. Ulti gleich wieder ready, ist das geil. Okay, ich werde mich einmal mit Buffs versorgen. Ja, 2 Attack Speed mit der Passiven, das läuft. Jo, von wo geht das hoch? Von 1, 1,19 Attack Speed hoch auf 2. Ach du Scheiße. So. Yeah! Ist das, oh nein, bei mir haben schon mehr Bots zum Kill. Gibt's doch nicht. Schön, ich guck mal, ob ich Solo Nashua kann. Und... für die, die jetzt noch immer nicht wissen, was die Skills alle genau können. Bei meinem Q-Spell, wenn ich einen Turret zerstöre oder einen Champion kill, ich glaube, ich muss in den letzten 3 Sekunden, bevor es stirbt, angehittet haben, dann kriege ich 4 Sekunden einen Movement Speed Buff von 175%. Also ziemlich krass halt. Ja. Mein Q ist einmal die Minigun. Bei 3 Hits erhöht sich das, pro Hit erhöht sich das Attack Speed bis 3 Stacks. Wenn ich einmal Q drücke, dann schieße ich Raketen, die machen AOE Damage, die können auch AOE critten. Was ist mein W? Mein W schießt sowas hier. Das macht extrem viel Schaden. Und slowt am Ende um 70%. Man sieht hier schon plus 524. Alter. Ich habe gerade ohne Probleme Nashua gemacht. Das schreibe ich dem anderen erstmal. Gott, Nash. Was ist mein E-Spell? Der stellt hier so eine Sachen hin. Und wenn ein Champion da reinrennt, dann dann binden die. Oder wenn die Zeit abläuft, dann explodieren die einfach. Und machen Damage over Time, das wusste ich selbst noch nicht. Und ja, dann habe ich noch eine Ulti. Die fliegt über die ganze Map. Das macht noch extra Damage. Das macht mehr Damage, soweit das fliegt. Und dennoch plus 35% auf Missing Health. Also noch umso mehr Damage, umso mehr... Alles klar, okay, wäre das ja geklärt. Ich schau mal, wie ich schießen sollte. Ah, ich glaube, das bringt so nichts. Boom. Ach komm, so trifft das schon was. Boom! 1039 Schaden, Alter. So. Und ich denke, ich werde das jetzt mal beenden. Ich habe genug ausprobiert. Ich bin mit dem Item-Bild zufrieden. Ja, bin ich. Und vor allem so, bevor der Teamfight richtig losgeht, ey, wird erstmal so ein bisschen gepokt hier mit dem Skill. Der lädt einfach nur 4,8 Sekunden und macht 700 Schaden, ey. Oh mein Gott, meine... I wanna play a game! Woo! Verfehlt, scheiße.
Los, du schaffst das! Du schaffst das, Jinx! Meins. Oh, verfehlt. Nein! Oh, jetzt bin ich auch noch reingelaufen. Oh. Ja. Jason kann man sich auch nicht lassen bei dem Slow, ey. Die ist echt krass, ey, wirklich. Also, richtig krass. Okay, vielleicht sollte ich doch den benutzen, das macht nämlich mehr Attack. Ja, kommt ruhig alle her. Oh, ups. Ja. Genug gespielt, jetzt wird die Base mal zerlegt hier. Und auf dem PBE haben die Tower jetzt. Also, oh, jetzt ist er gerade kaputt gegangen. Die haben Oracles, da. Und die haben sogar Items. Ich meine, what the fuck, wo kommen die Items her? Voll geil. Eigentlich, irgendwie, ne? So. Ja, ich kann halt meine Lok. Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Meine Fresse. Lol, der hier. Nur Bloodthirster. Der hier. Boom. Boom. Gucken, wie viel der Mannschaft drückt. Wo ist meine Ulti? Ach! Lol. Da war so dazwischen. Slow. Down. Ja, mein W trifft nur einen. Okay, das ist auch nicht so gut zum Minions pushen. Da sollte man einfach die Highform nehmen. Die hier. Ich will auch, ich will auch, ich will auch! Oh nein. Ja, engage halt. Von mir aus. Ja. Achso, bei Leon ist erstmal richtig Action im Hintergrund. So, ich mach mal alle Inhibitoren kaputt. Checkt noch einmal, wann Asha wieder da ist. Wann hab ich den gemacht? Da. Ich habe keine Zeit hier an, das gibt's doch nicht. Versucht mal dich zu töten mit dem Heal, ey. Oh, kriegt ihr eigentlich ganz gut down. Ich habe die Stacks auch kaputt gemacht mit dem Kill, ne? Ganz vorsichtig, ja? Boom. Die GWP. Gut, das war ein kleiner Einblick zu Jinx auf dem PBE in einem Bot-Game, na, zumindest 80%. Und also es wird auf jeden Fall mal neuer Main-Champ. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie krass sie noch genervt wird bis zum Live-Server. Sie hat es zumindest verdient, genervt zu werden. Und ja.
800 Base. Der Damage oder was? It's all around. Boah. Daher meine, mit Q habe ich übrigens eine Range von 700, wenn das voll ist. GGWP, hast du das schon geschrieben? Glaube ich. Gut, als nächstes seht ihr dann einen Jinx on 1v1 featuring Leon, der gerade irgendwie AFK ist, keine Ahnung. Vielleicht ein Jinx-Guide, wenn ihr einen haben wollt. Und ansonsten war's von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal.